Achtung, der folgende Film enthält extreme Gewaltdarstellungen und ist erst ab 18 Jahren freigegeben. Bist du minderjährig, informiere bitte vorab deine Eltern. Bei Risiken und Nebenwirkungen. Moin Leute, hier wieder ein neues Call of Duty Video. Ihr habt schon auf Instagram gesehen, es ist ein Call of Duty Black Ops 4 Film. Ja, wir haben schon einen Film zu Need for Speed Payback gemacht, der kam schon sehr gut bei euch an. Black Ops bietet leider nicht so viel Inhalt, insofern ist der Film jetzt auch nicht so groß vom Inhalt, ja. Deswegen geht er auch nur 23 Minuten oder so. Wünsche euch dabei aber trotzdem viel Spaß, ich hoffe es gefällt euch. Könnt ihr mal gerne einen Kommentar da lassen oder vielleicht ein Like oder ein Dislike, wenn es nicht gefallen hat. Also, eine kurze Background-Info. Der Krieg, über den hier gesprochen wird in dem Film, den spielen wir quasi selber, wenn wir den Multiplayer oder den Battle Royale bzw. Blackout Modus spielen. Insofern, das wird nicht abgefilmt, das spielt ihr selber. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß, macht's gut, haut rein, euer Zocker. Geht es dir gut, Tante Savannah? Wir wollten die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich wollte das von einem Labor und einem Büro aus tun. Aber Jessica wollte kämpfen. Happy Birthday, Mommy. Du hast so ein gutes Herz, Lucy. Wie deine Mutter. Das hat sie umgebracht. Warten wir auf uns. Sie wurden gewarnt. Mission abbrechen. Riker, Vorsprung abbrechen! Lucy, du wirst in einer besseren Welt leben. Deine Mutter musste... Sie ist dafür gestorben, woran sie geglaubt hat. Sie war meine kleine Schwester. Ich vermisse sie jeden Tag. Deine Mom war, sie war sehr tapfer. Genau wie ihr Großvater. Bis wir uns wiedersehen. VIP ist in Bewegung. Visiere die Säulen auf der Westseite des Platzes an. Kontakt. Männlicher Weißer, um die 30. Spricht mit einer Familie. Hält etwas in der rechten Hand. Scheiße. Verdammt. Mindestens ein Zivilist trägt eine Weste. Du musst eingreifen. Da ist ein Kind dabei. Feuer frei auf alle Ziele. Das ist doch scheiße. Feuere. Ziel am Boden. Feuere. Ziel ausgeschaltet. Such das Kind. Schieß endlich. Ich kann nicht. Es ist ein Kind. Schütz den VIP. Feuere. Ziel am Boden. Gut gemacht, Soldat. Du dankst mir dafür auch noch. Dein Fernrohr. Das war ein Test, Kimura. Und du hast bestanden. Demontieren und einpacken. Da ist eine Frau, die du treffen musst. Ich denke, wir haben da jemanden, Ma'am. Du bist nicht menschlich. Ich kann's besser. Der Beste, den ich je gesehen habe. Nun, ich kann aus ihm den Besten machen, den jemals jemand gesehen hat.
So viel Kohle macht man nur über einen Haufen Leichen. Entspann dich. Sie ist glaubwürdig. Sie war bei Jessica! Ich muss wissen, wie sie gestorben ist! Bei einer OP kann niemand sagen, wann sie aufwacht. Wenn überhaupt. Sie schafft es möglicherweise nicht. Wenn sie stirbt, holen wir sie zurück. Wir flicken sie zusammen. Wir flicken alles. Selbst dich. Du schaffst das. Ganz sicher. Worauf lassen wir uns hier nur ein? Zu mir, Soldaten. Die Region kennt seit einem Jahr nichts als das NRC. Das ändert sich heute. Kontakt, 3 Uhr, erster Stock! Bin ab. Mein Trupp ist tot. Notfall-Evakuierung. Over. Sir, da oben. Wir haben Befehle, Walsh. Vorstoß durch dieses Höllenloch bis zum Kommando. Bei allem Respekt, wenn Sie das wären, würden wir Ihnen helfen, richtig? Niemanden zurücklassen. Schnauze, Private. Das hat Konsequenzen. Scheiß auf die Konsequenzen. Hey, Arschlöcher! Danke für die Hilfe, Soldat. Keine Ursache. Netter Wurf, Baker. Granaten für ein bisschen Verwirrung. Na los, bevor die es nochmal versuchen. Bei dem, was sie zahlt, alles, was sie haben will. Da vorne, na los! Was haben wir denn hier? Scheiße! Wo ist er hin? Wahrscheinlich ist er tot, du Idiot. Du solltest doch tief schießen. Lass uns von hier verschwinden! Mendoza. Tavo. Ich wusste, dass du es bist. Du hast uns verraten. Wir haben einen von uns getötet. Ich hatte keine Wahl, Sohn. Man hat immer die Wahl, Sir. Dieser Scheiß existiert gar nicht. Kehren Sie in Ihre Häuser zurück. Wer? Hier drüben. Waffen fallen lassen und auf den Boden. Wir werden schießen. Einfach ihren Scheiß! Du musst nicht! Gehörst du zu uns oder ihm? Fick dich! Gehörst du zu ihm? Also nicht zu dir. Das Stück Scheiße kann mit ihm verrotten.
plant einen Kampf. Eher einen Krieg. Sichtpuls ist tragbar. Scheiße. Der berüchtigte Corporal Kieran McKay. Ei, das bin ich. Beeindruckende Akte. Mehrere Empfehlungen für technische Fähigkeiten. Maßregelungen für Insubordination. Mangel an Disziplin und willentliche Zerstörung von Armeeeigentum. Ich denke nicht immer bis zum Ende. Sie sitzen 3 Wochen ein und Ihr Vorgesetzter liegt auf der Krankenstation. Können Sie mich darüber aufklären? Ein Haufen Rekruten. Kaum 3 Tage bei uns auf dem Stützpunkt. Ziel durch die Überraschungskontrolle. Lachmeier erhielt dafür eine angemessene Bestrafung, sie über den Platz zu scheuchen. 2 von ihnen haben sich unterkühlt. Nicht cool. Also wollte ich ihnen seine eigene Medizin schlucken lassen. Oder zumindest eine Dosis des stärksten Abführmittels, das ich auf der Krankenstation auftreiben konnte. Der Wichser muss einen auch so einigen. Kann Arschlöcher nicht ab. Nun, Corporal McKay, ich habe einen Vorschlag für Sie, der für uns beide von Vorteil ist. Ich denke an was Größeres als Kriege. All in. Sieh hin und weine. Ach, Wichser. Hoffentlich hast du mein Geld, du Mistgeburt. Bin pleite. Hab's versaut. Naja, dann kostet dich deine letzte Hand alles. Zurück, verdammt! Er lebt oder du stirbst. Wir gehen spazieren. Du solltest ihn festhalten. Das war gut heute, Kleiner. Hier ist ein Zeichen meiner Anerkennung. Lass mich dir einen nett gemeinten Rat geben. Weniger Poker, mehr OPs. Los. Bist du bereit, Vollstreckerin zu werden? Ich denke an was Größeres als Kriege.
Ihr seid hier, um die Welt zu verändern. Woran haben Sie gedacht? Du hast es nicht mehr in der Hand. Wir kümmern uns darum. Nein! Ich kümmere mich drum. Sie ist mein Problem. Dafür ist es zu spät. Vergiss nicht. Du kamst zu uns. Versuchen Sie's. Du bist vollkommen verrückt geworden. Das ist, wovon wir geträumt haben. Ich habe Partner überall auf der Welt. Wir sind bereit. Ich habe das geschafft. Ich! Was ist mit dir passiert? Es ist vorbei. Ich werde das nicht zulassen. Lucy! Nein! Nehmt sie nicht! Tut ihr nichts! Wer ist kompromittiert? Sie alle! Denkst du nach? Pass lieber auf. Du tust dir noch weh. Hey, Walsh. Was ist los? In jener Nacht stimmte was nicht. In welcher Nacht? In der Nacht. Warum haben sie uns nicht erledigt? Wir waren leichte Ziele. Sie haben aufgehört zu feuern? Dann zwei Schüsse. Bam, bam. Dann nichts mehr. Das alles ist 2 Jahre her. Warum jetzt? Was erzählst du mir nicht? Drück Start. Hör mir gut zu. Pass auf dich auf. Alles, was du weißt, ist falsch. Niemand gibt einen Scheißdreck auf dich. Du bist nur eine Nummer. Ein Mittel zum Zweck. Ein Bauer im Spiel der anderen. Was zum... Wie machst du? Keine Zeit. Sind hier. Kompromittiert. Suche einen anderen Ausweg. Was zum Teufel ist hier los? Ich sende dir die Adresse eines Unterschlupfs. Pass auf, dass dir niemand folgt. Nichts von den Spezialisten. Sind sie noch am Leben? Wer will uns töten? Sie manipulieren dich. Beobachten dich. Nutzen dich aus. Und wenn sie von dir haben, was sie wollen, lassen sie dich verrecken. Hör sie. Das ist Donnie. Jessica. Du... Wie... Alleine beginnt man einen Kampf. Aber gemeinsam startet man einen Kampf. Hey Mann, dein Rufzeichen ist Ruin. Der Kletterhaken macht dich zu Tarzan, Mann. Damit kommst du schnell durch deine Umgebung. Wenn du einen Schwerkraftslam richtig einsetzt, neutralisiert er alle Feinde im Explosionsradius. Abgefahrener Name, abgefahrene Fähigkeiten. Jetzt geh und ruinier dem Feind den Tag. Gib Alarm, Mann! Dein Rufzeichen ist Firebreak. Der Reiniger ist ein Flammenwerfer. Damit sind Feinde schnell so richtig gut durch. Der Reaktorkern sendet tödliche Strahlung aus, die Mauern durchdringt. Willst du einen Bereich sperren? Kein Problem. Lern den Scheiß, Mann, als kämst du mit einer Atombombe zu einem Messerkampf. Hey Mann, dein Rufzeichen ist Prophet.
Der Sturm verpasst jedem Feind bei Kontakt einen Stromschlag, bevor er seine Kameraden auch röstet. Sucher sind rollende Schockminen. Die finden den nächsten Feind und lähmen ihn bei Kontakt. Heiß. Ein Schuss, mehrere Tote. Weniger ist mehr, Baby. Warte, Rufzeichen Ajax? Was dachten sich deine Eltern? Die Neunknallgranate. Je länger du sie scharf machst, desto öfter macht es Bumm, lähmt und blendet Feinde. Dein Ballistikschild hat einen Waffenschlitz und verwandelt sich in Deckung. Beinahe. Können und Wissen sind Waffen. Meister den Scheiß, dann steigen deine Chancen. Ajax. Recon, das ist dein Rufzeichen, Mann. Der Sensorpfeil enthüllt Bewegung feindlicher Streitkräfte, egal wo er eingesetzt wird. Der Sichtpuls enthüllt feindliche Positionen. Für dich und deine Kameraden. Flankiere damit Feinde für Überraschungsangriffe. Dein Job ist die Aufklärung. Aufklärung ist Wissen und Wissen ist Macht. Vollgeladen, Mann! Dein Rufzeichen ist Battery! Die Kriegsmaschine wirft abprallende Granaten. Das perfekte Geschenk für einen verborgenen Feind. Die Clustergranate bleibt an Oberflächen haften. Wenn sie explodiert, setzt sie mehrere kleinere Granaten frei. Tatsache, Soldat, je mehr du übst, desto besser wirst du. Also streng dich an. Ohne Scheiß, Mann. Dein Rufzeichen ist Nomad. Stolperminen. Verkette ein paar von den Babys und du hast einen Verteidigungsring. Juno, Hundeeinheit für den Kampf. Hält dir den Rücken frei und patrouilliert. Zähes Hündchen. Hunde und Bomben beim Wachdienst? Lass sie kommen. Du bist sowas von bereit. Dein Rufzeichen ist Talk. Willst du den Feind aufhalten? Stacheldraht, Baby. Damit kriegt man ihre Ärsche seit dem Ersten Weltkrieg. Die Barrikade ist einsetzbare Deckung. Ist der gleiche Scheiß wie Stacheldraht, nur mit Mikrowellen. Ein menschlicher Toaster. Cool, das kommt direkt ins Arsenal. Crash ist nicht nur ein Rufzeichen, es ist eine Einstellung. Setz das Tag 5 ein, um Kameraden zu heilen und ihre maximale Gesundheit zu steigern. Das Sturmpaket füllt ihre Munition vollständig auf. Crash hat zusätzliche Gesundheit und Munition. So kriegst du immer ein Date. Dein Rufzeichen ist Sarah. Der Annihilator feuert großkalibrige Geschosse mit erhöhter Durchschlagskraft. Der verheerendste Revolver aller Zeiten. Platziere irgendwo einen Taktikeinstieg, wo dein Trupp wieder einsteigen soll. Nett. Im Hinterhof deiner Feinde einsteigen, sie mit einer Handfeuerwaffe fertig machen, wiederholen. So sieht es aus. Alleine beginnt man einen Kampf, aber gemeinsam startet man einen Krieg.